So, und jetzt baue ich mal wieder weiter an meinem schönen Tempelhäuschen hier. Habe ich mir überlegt, das Fenster möchte ich dann doch ein bisschen größer haben. Und da ich hier an der Seite keine Doppeltruhen machen will, damit ich hier den Sonnenuntergang ein bisschen sehen kann. Ich glaube, ich werde es doch noch ein bisschen terraformen hier. Werde ich da auch kein, also Doppeltruhen, damit meine ich keine Truhen, die übereinander sind. Und deshalb kann ich da ruhig ein Panoramafenster reinziehen. Ich mag die sowieso, die Panoramafenster. Sehr schön, da kann ich gleich mal meine Glasscheiben ausprobieren, meine ersten Glasscheiben, die ich mir mache, gemacht habe. Was ist der Unterschied an Glasblöckern und... Ah, okay, wir sehen schon. Sie sind halt einfach schmal. Es ist also scheinbar eine rein optische Sache. Oder man spart sogar Glas damit, kann auch sein. Ich kam mir so vor, als wenn da ziemlich viel Glasscheiben bei rauskam. Und dann... Ups. Und dann haben wir hier schon mal ein super... Panoramafenster, sehr schön. Ach so, und dann haben wir diesen Rand nicht, der hier sonst in der Mitte war, glaube ich. Okay. Da soll es noch ein bisschen weiter. Ich finde auch eine Playlist gut. Mal zum Thema Playlist. Ich mache jetzt mit Playlist, was dann für mich auch später ein bisschen Zeitersparnis ist. Damit ich nicht die Lieder nochmal alle extra raussuchen muss und so. Weil man muss schon ein bisschen optimieren, wenn man sich vorgenommen hat, auch wirklich jeden Tag eine Folge zu bringen. Dann sollte man... Ja, hier mache ich auch so ein großes Panoramafenster. Genau. Ja, und diese Playlist, da sind, glaube ich, 150 Lieder drin. Und das ganze Ding ist jetzt auf Zufall gestellt. Aber da waren jetzt schon zwei Lieder, die zweimal gespielt wurden. Und ich hätte doch erwartet, bei einem Zufallssystem, dass dann das doch wirklich eine ganze Weile dauert. Ich brauche noch zwei Türen, vier Türen. Warum laufe ich? Ach so, weil ich kein Holz mitgenommen hatte. Oder habe ich das gar nicht auf Zufall gestellt? Die Musik. Man sollte doch bei so einem Zufallssystem erwarten. So ein bisschen Holz, Kohle. Vielleicht, falls ich da noch einen Ofen machen will, nehme ich mir noch ein bisschen Kohle mit. Dann nehme ich mir das Rindfleisch noch mit. Steine lasse ich erstmal. Gras, Samen, lasse ich alles hier. Stimmt, Kohle. Wenn ich ja Glas schmelzen will zum Beispiel, brauche ich ja Kohle. Dann muss ich früher oder später auf jeden Fall nochmal auch in eine Höhle gehen. Und da sind wir wieder. So, dann kommt hier. Noch eine Wand dran. Genau. Und dann baue ich mir... Ein Bett soll ja hier auch noch rein. Ich habe auch die Wolle vergessen. Dann muss ich nochmal zurück die Wolle holen. Ist natürlich fraglich, ob ich das jetzt noch schaffe, bis es wieder dunkel wird. Ob ich nicht vielleicht doch noch einmal hier schlafen muss. Leute, arbeiten, arbeiten. Die Götter schlafen nicht. Die Götter wollen Leistung sehen. Damit ihr verschont. Oh, schwarze Wolle, cool. Ich nehme. Nö, ich will schwarze Wolle für mein Bett. Ich nehme einfach fünf mit, egal. Wenn die Götter euch vor den Zombies beschützen sollen.
Dann dürft ihr hier nicht so rumstehen. Wobei, ihr habt ja echt geile Sachen gebaut. Euer Fackel-Dings hier ist auch gut. Ich brauche auch noch ein Schild. Ist ja echt ohne Ende, was man hier zu tun hat. So, dann werden wir uns das erstmal hier umwandeln. Okay. Oh, da kriegt man aber ewig viel Holz raus aus so einem Teil. Ist ja unglaublich. Cool. So, und jetzt baue ich mir eine Werki-Banki. Genau. Und die hätte man natürlich auch gleich unten reintun können. Wenn man ein bisschen mehr Routine hätte. Das sehe ich doch, bei der Gelegenheit baue ich mir gleich noch mal ein bisschen Sandstein. Ich habe. Oh, jetzt habe ich wieder keine Steine dabei. Um mir einen Ofen zu bauen, um Glas zu schmelzen. Ja. Mit Eile kommt Weile. So, die Werkbank dahingestellt. Wenn man dann wieder vergessen hat, was man eigentlich bauen wollte. Türen wollte ich bauen, genau. Und zwar wollte ich mir bauen erstmal zwei Türen, genau. Und clevererweise noch zwei Druckplatten. Genau. Dann baue ich mal die Türen hier schnell ein. So. Die Türen einbauen. Die sollten immer von außen befestigt werden. Genau. Sehr schön. Ja, das geht doch schon. Und über die Türen noch Steine. Genau. Und jetzt noch die Druckplatten. Und dann passt das schon. So. Und es wird schon wieder dunkel. Ah, okay. Geht nur eine auf. Naja, ist ja eigentlich klar. So, bei euch in den Häusern werde ich mal vorsichtshalber keine Druckplatten reinbauen. Weil ihr seid ja so hochgebildet. Wenn ihr dann da steht und die Monster kommen, dann geht diese Tür mal ständig auf und zu. Ja, außerdem, wie ich diese Kumpels kenne, werden die natürlich auch ein bisschen Eisen noch mitnehmen. Wie ich diese Kumpels kenne, werden die natürlich auch einfach in meine Bauhütte dann kommen und da rumhängen. Da müsste ich dann wieder Eisentüren einbauen, wenn ich nicht will, dass die da hinkommen. Mit Schalter oder so. Aber das geht schon alles seinen Gang. So, dann werde ich mir schon mal ein Bett bauen für die nächste Nacht. Wobei das noch ein bisschen früh ist, aber drauf gedingst. Zack. Das Bett sollte man dann auch immer gleich unten reinpacken, wenn man es wirklich benutzen will. Und das Bett möchte ich haben. Da sind meistens viele Monster. Dann baue ich mir das mal hier in diese Ecke. So. Und guck mal von der Breite her. Okay. Die Tür, die schlage ich mir dann danach raus. Weil wenn die Wand fertig ist, dann sehe ich es erstmal, wie das überhaupt werden soll. Und bis zur nächsten Nacht möchte ich jetzt schon diese Unterkunft erstmal fertig haben, damit ich ja nicht nochmal rüberrennen muss. Es sei denn, ich habe noch was vergessen. So. Sehr schön. Ja.
Sehr schön. Okay. Ja. Gut. Gefällt mir ja richtig gut. Ach so, wenn ich es... Okay. Muss ich das Bett, glaube ich, doch nochmal umstellen. Weil die Monster ja auch teilweise an der Tür dann sind. Es ist auch durchaus zu erwarten, dass dieses... Da sind Monster in der Nähe, dann öfters mal kommen wird. So, und stelle ich mir das mal hier hin. Brauche ich mir jetzt gleich einen Tisch? Ich lasse es erstmal so. Ich will ja hier fertig werden. Ach so, wenn ich jetzt von der Symmetrie ausgehe, 1, 2, 3. Ist doch schon wieder unsymmetrisch hier. Ist egal jetzt. Kann man später nochmal ändern. Ach so, da fällt mir ein. Ich glaube, es sollte dann auch schon eine gerade Zahl sein, ha? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es sind 9 Felder. Jo. Jetzt baut er die ganze Dings wieder ab. Aber bevor ich das völlig umsonst mache, gehe ich hier nochmal abzählen. Ich wollte mir nämlich irgendwie in Zukunft angewöhnen, das irgendwie eins, das alles ein bisschen symmetrisch zu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, mache ich beim nächsten Haus. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles wieder abzureißen. Ist ja auch eine Zumutung für die Zuschauer. Ups, okay. Dann ist das hier erstmal fast fertig. Dann möchte ich die Tür, da geht es ja gleich zur Baustelle, möchte ich die Tür hier haben. Die zweite Tür. Die werde ich mir jetzt gleich mal bauen. Okay. Und auch diese Tür. So eine Dingsbums-Dingse haben, eine Trittplatte. So. Und hinein. Und jetzt noch die Platte. Und dann werde ich mir mal noch, okay. Funktion Nokelt. Dann gibt es jetzt noch Fackeln. 3, immer 3, okay. 1, 2, 3. Kommt die Fackel dahin? 1, 2, 3, naja, okay. Okay. Machen wir hier 2. Und da hinten noch eine. Jetzt ziehe ich mal einmal rum hier mit den Fackeln. Hier ist natürlich wieder eine ganz andere Proportion. Und da können wir hier vielleicht von der Seite dann die Monster ein bisschen fernhalten. Also zumindest dafür sorgen, dass hier an der Stelle nicht rumgespawnt wird. Und ich glaube, ich muss dann auch nochmal die Fenster hier kontrollieren. Ach so, vielleicht das Bett dann doch hier hinten. Okay, dann mache ich da noch 2 Glasscheiben rein. Müsste ja noch welche haben. Okay. So, sehr schön. Jetzt baue ich mir noch schnell ein Dach. Weil diese Spinnen, die können ganz schön hoch springen.
So, und ich will das aber nicht komplett mit Glas haben, sondern ich will nur so ein Mittelteil aus Glas haben. Der natürlich dann nicht symmetrisch wird, weil ich ja so schlau war. Ah, da sehen wir es schon. Man muss immer. Oder reiße ich es morgen alles nochmal ab? Kann ich schon schlafen? Dass ich es vielleicht alles morgen dann doch nochmal auf 10 bringe und die ganzen die Längen und Breiten nochmal ausmesse, damit es schick wird? Oder mache ich das offline? Es würde ja wieder eine ganze Folge dauern. Ei, ei, ei. Nein, das will ich hier noch. Gut, die Folge geht dem Ende zu. Wir sehen uns gleich wieder. Ich glaube, ich will das ganze Haus nochmal symmetrisch machen. Auf Wiederhören.